vier Detektive, das waren Chris, Dicky, Anja und Lina. Chris war ein großer, blonder Junge, der sich ein bisschen wie der Anführer der vier fühlte. Seine Schwester Anja beneidete ihn darum und tat alles, um in der Gruppe das Sagen zu haben. Lina war das genaue Gegenteil von Anja. Sie war klein und schüchtern, wie der Angsthase der Detektive. Und schließlich gab es auch noch Peter, der von allen aber nur Dicky genannt wurde. Dicky aß für sein Leben gerne. Am liebsten natürlich Süßigkeiten. Die vier Detektive lebten in einer deutschen Großstadt. Heute war der letzte Schultag vor den Sommerferien. Der Beginn eines neuen Falls. Anja, Chris, Lina und Dicky wollten ihre Ferien dieses Mal bei Dicky verbringen. Dessen Eltern wollten verreisen und nun musste jemand auf die Villa aufpassen. Chris war durch seinen Vater, den Chemieprofessor an der Uni, zu einem Ferienjob gekommen. Er durfte für eine Woche in der Chemieabteilung der Uni helfen. Schon in 5 Tagen war sein erster Arbeitstag. Es war Mittwoch, 11.38 Uhr. Die vier Detektive waren auf dem Weg zur Villa Bernhard. Jetzt kommt! Tretet in die Pedale! Wir haben doch Frau Bernhard versprochen, dass wir da sind, bevor sie abfahren. Ich kann nicht mehr! Und dann auch noch diese Hitze! Gleich, wenn wir da sind, esse ich 1 Kilo Schokolade. Mit der Hitze muss ich Dicky recht geben. Es ist ungesund, sich bei Hitze stark körperlich zu betätigen. Der Körper hat genug zu tun, nicht zu überhitzen. Kann ja sein. Trotzdem müssen wir doch nicht im Schneckentempo fahren. Schneckentempo? So schnell wie jetzt bin ich schon eine Ewigkeit nicht mehr gefahren. Jetzt übertreibst du aber, Chris. Sollten wir nicht eine Pause machen? Ich kann auch bald nicht mehr. Ja, schon gut. Wartet. Es ist jetzt 11.43 Uhr. Dickys Eltern fahren kurz nach 12 ab. Und wir sind ja fast da. Es sind nur noch 5 Minuten. Also, wir machen Pause. Ja, endlich. Ich bin schon mal am Dehydrieren. Also, das kann ja wohl kaum möglich sein. Soviel ich weiß, hast du eben erst 1/2 Liter Kakao getrunken. 1/2 Liter nur? Bei dieser Hitze brauche ich mindestens 2. Die vier waren gerade an einem großen Kastanienbaum vorbeigefahren. Jetzt setzten sie sich, erschöpft von der Hitze, in den kühlen Schatten. Ah, so gefällt mir das. Hat jemand von euch was zu trinken? Ja, hier. Ha, seht mal da drüben. Da scheint was los zu sein. Die vier Detektive richteten ihren Blick auf das Schleckerparadies. Einen Süßigkeitenladen, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite lag. Da rennt ein Mann raus. Der hat's aber eilig. Ja, den kenne ich doch. Das ist doch Matze aus der 10C. Aber wieso hat der bei dieser Hitze eine Mütze auf? Die Sonnenbrille verstehe ich ja. Der hat den Laden überfallen. Den schnapp ich mir. Bleib hier. Den kriegst du nicht mehr. Und wir haben auch gar keine Zeit mehr. Chris, komm zurück. Ah, zu spät. Er ist schon weg. Chris rannte so schnell er konnte dem Ladendieb hinterher. Aber so schnell er auch war, Matze war schneller. So blieb Chris nichts anderes übrig, als niedergeschlagen zu seinen Freunden zurückzukehren. Mittlerweile war es 10 vor 12 und wenn sie noch rechtzeitig ankommen wollten, mussten sie sich beeilen. Los, los, auf die Räder, Amigos! Sonst fahren Herr und Frau Bernhard ab, bevor wir da sind. Schon wieder? Es waren ja noch nicht mal 10 Minuten. Sie kamen ganze 4 Minuten zu spät an. Sie sahen gerade noch in der Ferne den grauen Mercedes der Bernhards davonfahren, als sie verschwitzt und durstig vor der Villa ankamen. Oh nein, wir sind zu spät. Hoffentlich sind sie nicht böse. Und wie kommen wir überhaupt ins Haus? Wir müssen hier draußen verhungern. Dicky, deine Eltern haben doch einen Zweitschlüssel. Böse sind sie bestimmt nicht. Sie haben ja gewusst, dass es knapp werden kann. Also zerbrich dir nicht den Kopf. Aber wir könnten jetzt auch die Polizei über das verständigen, was wir beobachtet haben. Anja, du hast doch dein Handy dabei. Anja wählte auf ihrem Handy die Nummer von Kommissar Hummel. Kommissar Hummel arbeitete auf der Polizeiwache der Stadt und war ein enger Bekannter der vier Detektive. Schalte doch den Lautsprecher ein. Ja, schon erledigt.
Kommissar Hummel. Hallo, hier ist Anja. Die vier Detektive. Ah ja, klar. Was gibt's? Habt ihr wieder einmal beobachtet, wie jemand bei Rot über die Ampel gefahren ist? Oder im Parkverbot gehalten hat? Nein, viel besser. Wir haben beobachtet, wie das Schleckerparadies überfallen wurde. Na, kommt ihr zu spät. Herr Andresen, der Ladenbesitzer, hat eben Anzeige erstattet. Also tschüss, Anja. Tja, ihr habt's gehört. Er hat aufgelegt, bevor ich überhaupt etwas sagen konnte. So kenne ich ihn gar nicht. Sonst hört er uns doch immer zu. Du hast es doch gehört. Er wusste schon alles. Zweimal die gleiche Story anhören, das wollte er bestimmt nicht. Er ist bestimmt zum Schleckerparadies gefahren, um nach Anhaltspunkten zu suchen. Zum Schleckerparadies, lecker. Da würde ich jetzt auch am liebsten hingehen. Warum eigentlich nicht? Dann können wir uns auch gleich nützlich machen und sagen, was wir gesehen haben. Es interessiert doch niemand, wo wir sind. Dickys Eltern sind verreist und unseren Eltern haben wir gesagt, dass wir zu Dicky gehen. Also los, auf die Fahrräder! Die vier Detektive fuhren zum Schleckerparadies. Vor dem Haus parkte der alte Käfer von Kommissar Hummel. Sie traten ein. Der entsetzte Verkäufer erzählte Kommissar Hummel gerade in aller Einzelheit, wie sich der Überfall zugetragen hat. So, so. Die vier Detektive-Bande. Woher wisst ihr eigentlich immer sofort Bescheid, wo ich mich aufhalte? Habt ihr einen Peilsender in meinem Wagen installiert? So etwas würden wir doch nie tun, nein. Wir haben nur gut kombiniert. Schön gut. Fahren Sie fort, Herr Andresen. Also gut. Und dann sagte er, geben Sie mir die Kasse und kein Protest, sonst schieße ich. Ich habe ihm natürlich die Kasse gegeben. Was hätten Sie in meiner Situation gemacht? Dann ist er raus und gerannt, wie wenn es hinter ihm brennen würde. Und da haben wir ihn beobachtet. Ihr habt was? Und da sagt er erst jetzt? Habt ihr ihn erkannt? Wer ist es? Das wollten wir ja schon vorhin erzählen. Aber Sie haben einfach aufgelegt. Ja, ich war in Eile. Aber jetzt sagt, wer ist es? Es ist Matze. Matze Dressel aus der 10C. Der hat sich schon öfter was zu Schulden kommen lassen. Aber dass er einen Laden überfällt, das ist mir komplett neu. Ich habe ihn verfolgt, aber er war leider schneller. Seid ihr euch sicher, dass es Matze war? Hundertprozentig. Er hatte zwar Sonnenbrille und Mütze auf, aber ich habe ihn trotzdem erkannt. Er wohnt bei uns im Internat. Soviel ich weiß, fährt er erst übermorgen in die Ferien. Was du nicht sagst. So, dann werde ich mir den gleich mal vornehmen. Was sagtest du, im Internat? Also dann, auf Wiedersehen. Herr Andresen, Ihre Aussage werde ich selbstverständlich zu Protokoll nehmen. Dürfen wir mitfahren? Das hätte ich mir ja denken können. Aber wolltet ihr nicht zu Dickys Eltern? Ja, schon. Nein, ich kann euch jetzt wirklich nicht gebrauchen. Schon gut, wir müssen ohnehin wieder zurück zur Villa. Kommt, Amigos. Am selben Tag wurde Matze aufs Revier gerufen und verhört. Er gestand, dass er den Überfall auf das Schleckerparadies begangen hatte, beteuerte aber, dass er erpresst werde. Von wem, das wollte er nicht sagen. Da Matze sich als sehr hilfsbereit gegenüber der Polizei erwies und ein Einsehen zeigte, fand er milde Richter. Er kam ohne Haftstrafe davon. Die Zeit verging wie im Flug. Die vier Detektive genossen das schöne Wetter.
Sie gingen ins Freibad und sehr zum Leidwesen von Dicky machten sie ausgedehnte Spaziergänge durch das Villenviertel. Schon war Montag und Chris musste zur Universität. Herr Carsten hatte Anja, Dicky und Lina erlaubt, Chris an seinem ersten Tag zu begleiten, da auch sie sehr interessiert an der Arbeit von Herrn Carsten waren. Der Wecker klingelte. Es war 7 Uhr. So früh? Es ist ja noch mitten in der Nacht. Los, Dicky, raus aus den Federn. Wir müssen los. Anja und Lina sind auch schon wach. Der Einzige, der immer noch pennt, bist du. Noch 5 Minuten. Tja, dann essen wir eben das ganze Frühstück auf. Was? Das könnt ihr mit mir doch nicht machen. Soll ich verhungern? Ja, dann steh endlich auf. Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Frühstück. Um 9 Uhr begann Chris' Arbeitstag. Eine Dreiviertelstunde früher trafen die vier Detektive auf dem riesigen Universitätsgelände ein. Chris starrte fachmännisch auf einen Raumplan, Dicky ebenfalls, aber im Gegensatz zu Chris verstand er nur Bahnhof. Hä? Was soll denn das sein? Weißt du, was diese Linien und Nummern bedeuten sollen, Chris? Das ist doch ganz einfach. Einfach? Ja, schau her. Die Gebäude hier sind nach einem bestimmten System angeordnet. Wir sind hier im Westen, also vor dem Haus A1. Ein Haus weiter rechts ist A2, dann A3 und so weiter. Von uns aus gesehen, hinter A1 ist B1, C1 und D1. So kann man sich hier ganz leicht zurechtfinden. Denkst du, hier gibt es Süßigkeiten? Du und dein Zuckergehirn. Ich wette, wenn wir hier in einer Süßigkeitenfabrik wären, würdest du dich bereits bestens auskennen. Also los, wo müssen wir eigentlich genau hin, Chris? Ins Haus B2, Raum 24. Mein Vater müsste eigentlich schon da sein. Er arbeitet gerade an einem neuen Projekt, das sehr wichtig ist, wie er sagt. Seine Assistentin, Frau Rotspecht, hilft ihm dabei, obwohl sie manchmal echt schusselig ist. Neulich erst hat sie Kaffee über wichtige Unterlagen geschüttet. Und das ist noch nicht alles. Kakao wäre mir zwar lieber, aber wenn ich einen solchen Durst habe wie jetzt, gebe ich mich auch mit Kaffee zufrieden. Dicky, kannst du eigentlich auch mal an was anderes denken? Wir sind nicht zum Essen hierher gekommen. Chris' Vater will uns die Universität zeigen. Ist ja schon gut. Ich dachte nur, weil wir viel Zeit haben, könnten wir ja kurz einen Blick in die Cafeteria werfen, nur um... Wir haben vor nicht mal einer Stunde gefrühstückt. Wenn ich mich nicht täusche, hast du von uns am meisten gegessen. Und du willst mir erzählen, du hast schon wieder Hunger? Jetzt kommt endlich. Los geht's. Wir müssen noch übers ganze Gelände. Also, folgt mir. Es dauerte wirklich noch ganze 15 Minuten, bis sie endlich Raum 24 in Gebäude B1 erreichten. Herr Carsten und seine Assistentin Frau Rotspecht waren schon da. Herr Carsten empfang seine vier jungen Gäste herzlich. Frau Rotspecht hingegen war es anzusehen, dass sie sich nicht sonderlich über den Besuch freute. Hallo ihr vier, schön, dass ihr da seid. Dies hier ist meine Assistentin Frau Rotspecht. Hallo. Seien Sie doch so gut, Frau Rotspecht, und bringen Sie unseren jungen Gästen jedem etwas zu trinken. Ich? Bin ich etwa die Bedienung? Nein, natürlich nicht. Aber ich selber kann hier nicht weg. Ist ja schon gut, ich bringe euch ja was. Was darf's denn sein? Eine Cola. Für mich auch. Und für mich auch. Ja, Cola ist gut. Aber bitte gleich das Doppelte. Und haben Sie hier auch Torte? Dicky? Okay, ja, wir haben Torte. In der Cafeteria in Gebäude C4. Die kannst du dir aber selber holen. Kurze Zeit später kam Frau Rotspecht wieder. Aber leider nur einmal Cola für Dicky. Diese Schwarzspecht macht sich nicht gerade sehr beliebt bei mir. Rotspecht heißt sie. Ja, ich finde auch, sie könnte etwas höflicher sein. Schließlich wird sie bezahlt. Endlich jemand, der zu mir hält. Ich meine nicht nur deine Torte, sondern im Allgemeinen. Wie sie uns gleich angestarrt hat. Thank you.
Am Abend kehrten die vier Detektive zurück in die Villa der Familie Bernhard. Müde von diesem anstrengenden Tag schliefen sie bald ein. Früh am nächsten Morgen klingelte das Telefon. Anja ging an den Apparat. Hallo, Anja. Hallo, Anja. Ist Chris zufällig da? Er schläft noch. Ist etwas passiert? Das kann man wohl sagen. Das hört sich ja schlimm an. Ich hole ihn. Ja, ja. Tu das. Hey, Chris. Aufstehen. Vater ist am Telefon. Er will dich sprechen. Was ist denn? Ich komme. Hallo, Papi. Was gibt's? Es ist etwas Schreckliches passiert. Es sind einige von unseren wichtigsten Unterlagen gestohlen worden. Was? Das ist ja schrecklich. War die Polizei schon da? Hat sie was gefunden? Ja, die Polizei war da. Aber gefunden hat sie nichts. Da müssen Profis am Werk gewesen sein, haben sie gemeint. Nicht einmal die Tür war aufgebrochen. Geht die Arbeit dann nicht weiter? Oder warum sonst rufst du an? Die Arbeit wird schon fortgesetzt. Natürlich müssen wir das Verlorene wieder aufarbeiten, was einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber das ist doch bestimmt nicht alles, warum du anrufst. Gib's zu, es ist noch mehr passiert. Das ist es ja. Weil niemand außer mir, Frau Rotspecht und ihr Zugang zu unserem Labor hattet, fällt der Verdacht auf euch. Nicht, dass ich das glaube, aber Frau Rotspecht ist sich da ziemlich sicher. Aber wir haben da die Unterlagen doch gar nicht. Ja, ich glaube dir. Aber Frau Rotspecht nun mal nicht. Und deswegen wäre es vielleicht gut, wenn du, nun ja, heute nicht kommen würdest. Nur um dich nicht in Gefahr zu bringen. In Gefahr? Wie meinst du das? Nun ja, Frau Rotspecht hat ihren Verdacht natürlich nicht geheim gehalten. Inzwischen weiß die gesamte Universität, dass sie euch verdächtigt. Das ist ja schrecklich. Aber sie hat doch gar keine Beweise. Die braucht keine Beweise. Ich habe dir ja von ihr erzählt. Ich könnte ihr... Ach nein, das ist Blödsinn. Frau Rötspecht würde so etwas nie tun. So unfreundlich sie auch manchmal ist. Aber können wir nicht nochmal kommen? Vielleicht finden wir ja eine Spur, die uns entlastet. Ihr? Also, ich glaube kaum, dass ihr etwas finden werdet, wenn sogar die Polizei nichts gefunden hat. Aber vielleicht doch. Tschüss, Chris. Ich habe jetzt keine Zeit mehr. Frau Rotspecht wird schon ungeduldig. Und ich kann nur noch sagen, dass es mir sehr leid tut, dich mit solchen Dingen zu belasten. Ja, tschüss, Papi. Anja dachte angestrengt nach. Dann setzte sie sich aufs Sofa neben Chris, der ziemlich betrübt wirkte. Ich habe alles mitgehört. Ist ja schlimm, was diese Frau Rotspecht uns unterstellt. Ich konnte sie von Anfang an nicht leiden. Und sie uns wahrscheinlich auch nicht. Und bei unserem Vater schleimt sie sich ein. Nur weil er der Chef ist. Ich wette, sie hat die Unterlagen gestohlen. Nun mal keine voreiligen Schlüsse. Aber wir müssen irgendwas tun, damit der Verdacht von uns fällt. Du hast es doch gehört. Er lässt uns nicht kommen. Was höre ich da? Verdacht? Was habt ihr jetzt schon wieder angestellt? Mir werden verdächtigt, wertvolle Unterlagen aus dem Büro meines Vaters gestohlen zu haben. Das ist vollkommen absurd. Was sollen wir auch damit? Oh. Also ich würde sowieso nichts davon verstehen. Die ganzen chemischen Begriffe. Nein, das ist nichts für mich. Wenn es wenigstens um den Zuckeranteil in Süßigkeiten ginge. Aber Chemie und Physik... Das ist übrigens auch Chemie. Du und deine Süßigkeiten. Hast du eigentlich schon wieder nichts anderes im Kopf? Das müsstest du eigentlich wissen. Ohne Frühstück kann ich mich einfach nicht auf was anderes konzentrieren. Dicky, lass uns jetzt lieber beratschlagen, was wir in der Sache mit dem gestohlenen Papieren tun. Einfach rumsitzen und nichts tun bringt nichts. Das sehe ich genauso. Also, auf zum Frühstück. Ich glaube, Anja hat gemeint, wir sollten dieser Frau Rotspecht auf den Zahn fühlen. Das finde ich auch. Findet ihr es eigentlich nicht merkwürdig, dass die Papiere gerade dann verschwinden, wenn wir kommen? Da wollte jemand den Verdacht absichtlich auf uns lenken. Also, auf zur Universität. Und was ist mit meinem Frühstück? Das kannst du noch haben.
Es ist sowieso noch zu früh. Ich will ja nicht, dass du verhungerst. Sehr liebenswürdig von dir, Anja. Eine halbe Stunde später saßen die vier Detektive auf ihren Fahrrädern und fuhren in die Wissenschaftsstadt, dem Stadtteil im Westen der Stadt. Auf die Warnung von Herrn Karsten, sie sollten zu Hause bleiben, hörten sie keineswegs. Um 8.45 Uhr trafen sie vor dem riesigen Gebäudekomplex ein und berieten sich. Also, was sollen wir jetzt tun? Einfach da reinplatzen bringt nichts. Wir müssen nach Spuren vom Einbrecher suchen. Schon klar, aber wir kommen ja nicht ins Büro meines Vaters. Da sitzen ja er und Frau Rotspecht drin. Wir haben schon eine Menge Glück, dass in Gebäude B2 zurzeit nicht so viel los ist. Wir müssen einen Augenblick abwarten, wo beide nicht da sind. Aber es müssen nicht alle mit, oder? Weil ich hätte schon wieder Hunger. Das trifft sich gut. Du kannst ja Schmiere stehen. Wie ich gestern gesehen habe, steht ganz in der Nähe vom Raum ein Süßigkeitenautomat. Ja, okay, ich mach's. Lecker. Also los, auf zu Raum 24. Aber leise. Ich hoffe nur, dass die beiden mal aus ihrem Labor rausgehen und nicht den ganzen Tag über chemischen Formeln brüten. Die vier Detektive schlichen zum Labor von Herrn Karsten. Die Tür war geschlossen, aber von drinnen konnten sie die aufgeregten Stimmen von Herrn Karsten und Frau Rotspecht hören. Das glaube ich nicht. Die vier Detektive haben sich noch nie schuldig gemacht. Da bin ich mir nicht so sicher. Besonders der kleine Dicke hat gestern sehr interessiert deine Arbeit betrachtet. Ich wette, der war's. Also das ist ja eine Gemeinheit. Wie wenn ich die Papiere gestohlen habe. Sei still, sonst merken die da drin noch was. Aber Frau Rotspecht, kann es nicht sein, dass jemand anderes die Papiere gestohlen haben könnte? Das glaube ich nicht. Niemand sonst hat den Schlüssel zum Labor oder was sonst hier drin. Professor Karsten? Sie sind es. Um was geht's? Jetzt gleich? Ja, wir kommen. Bis gleich. Habe ich gerade das gehört, was ich denke? Los, hinter die Schließfächer. Da sehen sie uns nicht, wenn sie rauskommen. Keine Sekunde zu früh hatten sich die vier versteckt. Ein Augenblick später wurde die Tür des Labors geöffnet und Herr Karsten und Frau Rotspecht kamen heraus. Herr Karsten schloss die Tür ab und dann gingen sie in Richtung Treppe. Die vier Detektive kamen aus ihrem Versteck hervor. Und wie sollen wir da jetzt reinkommen? Durch die Wände können wir ja schließlich nicht gehen. Kein Problem. Kein Problem? Was soll denn das schon wieder heißen? Ich meine, es ist kein Problem, wie wir da reinkommen. Ich habe nämlich den Schlüssel. Hast du den denn her? Mein Vater hat einen Zweitschlüssel. Ich weiß, wo er ihn aufbewahrt. Und den habe ich dann ganz heimlich entwendet. Los, gehen wir. Chris schloss vorsichtig die Tür auf und die vier Detektive verschwanden im Inneren des Labors. Hoffentlich hatte niemand sie gesehen. Leise schloss Chris die Tür hinter ihnen. Wonach suchen wir eigentlich? Nach irgendetwas, das der Dieb hier vergessen haben könnte. Na, eigentlich können wir hier drin gar nichts finden. Das Zimmer wurde ja schon von der Polizei durchsucht. Du kennst doch Erwachsene. Nie suchen sie an den richtigen Stellen. Los, wir müssen uns beeilen. Dicky, du stehst draußen, Schmiere. Nicht, dass wir noch erwischt werden. Immer ich. Denk an die Süßigkeiten. Oh ja. Die vier Detektive suchten das Labor ab. Sie gingen sehr vorsichtig vor, denn auf allen Tischen standen giftige Chemikalien herum. Außerdem durften sie keine Fingerabdrücke hinterlassen. Lina fand als erste etwas, das so aussah, als könnte es tatsächlich vom Einbrecher stammen. Hier, ich habe was gefunden. Was denn? Das könnte vom Einbrecher sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Seht, ein kleiner Zettel. Er lag dort hinten unter der Heizung. Deswegen hat man ihn wahrscheinlich nicht entdeckt. Was steht drauf? Lies vor.
Tür. Es ist ein Beleg von einer Reinigung. Unser Unbekannter hat dort einen Anzug zum Waschen hinterlegt. Bringt uns das weiter? Naja, schwer zu sagen. Soviel ich weiß, werden normalerweise in solchen Reinigungsräumen keine Namen hinterlegt. Der Käufer bekommt einen Beleg, mit dem er später seine Sachen wieder abholen kann. Ein Versuch ist es wert. Wo ist denn diese Reinigung? Warte, einen Moment. Ah, hier. Hier steht etwas. Schnell, sie kommen. Beeilt euch. Schnell. Wir müssen raus hier, wenn wir nicht wollen, dass unsere Rotspecht verdächtigt, nochmal etwas klauen zu wollen. Sie rannten zur Tür. Welch ein Glück, dass das Labor noch nicht in Blickrichtung von Herrn Carsten und Frau Rotspecht war. Chris schloss leise die Tür hinter ihnen und die vier rannten in die entgegengesetzte Richtung. Puh, gerade nochmal geschafft. Das war knapp. Habt ihr jetzt eigentlich da drin was gefunden? Erzählt schon. Nur diesen Zettel hier von einer Reinigung. Könnte vom Einbrecher sein. Du wolltest doch gerade sagen, wo diese Reinigung ist. Und dann wollten wir dort einen Besuch abstatten. Lilienstraße 12. Habt ihr eine Ahnung, wo das ist? Ja, ich weiß, wo das ist. In der Gegend wohnt doch Matze. Ziemlich heruntergekommen alles dort. Dann passt's ja zu dem Einbrecher, dass er ausgerechnet dort seinen Anzug zum Reinigen bringt. Los, auf in die Lilienstraße. Vier Detektive verließen ungesehen das Universitätsgelände und radelten in die Lilienstraße. Zum Glück war es nicht besonders weit und schon nach kurzer Zeit waren sie angekommen. Dicky schwitzte und er hatte Hunger. Wie immer. Also, wenn ich noch einmal so schnell fahren muss, dann falle ich vom Rad. Das ist unmenschlich, einen bei solch einer Hitze durch die Stadt zu hetzen. Mal ganz abgesehen von den ganzen Abgasen in der Luft. Kannst du eigentlich auch mal nicht jammern? Überleg dir lieber, wie wir das jetzt am besten anstellen. So, wir sind da. Ich weiß schon. Lasst mich nur machen. Lina ging zielstrebig in das Gebäude hinein, das vermutlich seit einem halben Jahrhundert keinen neuen Anstrich mehr bekommen hatte. Die Farbe bröckelte von den Wänden und einige der oberen Fenster waren eingeschlagen. Eine richtige Bruchbude, passend für Verbrecher, dachte Lina. Drinnen sah es dagegen etwas besser aus. Wenigstens hatte man versucht, professionell auszusehen. Eine junge Frau stand an der Theke und begrüßte Lina. Hallo, kann ich dir helfen? Ich soll für Herrn Meier seinen Anzug abholen. Sie wissen, wen ich meine? Nein, wir schreiben keine Namen auf. Wir geben nur einen Beleg, den man bei Abholung wieder vorzeigen muss. Hat dir das denn niemand gesagt? Oh doch, hier ist der Beleg. Die Frau verschwand im hinteren Teil der Reinigung und suchte nach dem besagten Kleidungsstück. Kurze Zeit später kam sie wieder. So, hier ist der Anzug. Das macht dann 1742. So viel? Na hör mal, wir arbeiten hier mit hochmoderner Technik, Mädchen. Hast du denn so viel Geld bei dir? Ja, hier. Lina bezahlte schnell und ging dann wieder zu ihren Freunden auf die Straße. Und? Was hast du herausgefunden? Nicht viel. Wie Chris schon gesagt hat, haben sie keine Namen. Ich habe nur den Anzug. Und hier. Was willst du jetzt damit anfangen? Wir wissen nicht, wem der Anzug gehört. Und wir wissen auch nicht, ob das wirklich der Einbrecher war. Es kann ja auch ein Mitarbeiter der Universität sein, der nur mal kurz meinen Vater einen Besuch abgestattet hat. Und dann ist ihm ganz aus Versehen der Zettel aus der Jacke gefallen. Dann lass uns doch einfach mal den Anzug angucken. Aber nicht hier, das wäre zu auffällig. Ich schlage vor, wir fahren zurück zur Villa Bernhard und stellen dort unsere Nachforschungen an. Und wie sollen wir diesen Anzug transportieren? Dafür haben wir doch Dickies Fahrradkorb. Heute hat er ja ausnahmsweise nichts zum Futtern drin. Immer ich. Alles muss immer ich machen. Aber ich ergebe mich meinem Schicksal. Deinem Schicksal. Thank you.
Kurze Zeit später saßen die vier Detektive zusammen in der Villa Bernhard und untersuchten den Anzug. Ich weiß nicht, was an diesem Anzug Auffälliges zu finden wäre. Er sieht so aus wie jeder andere. Kein bisschen etwas Auffälliges. Ein kompletter Reinfall. Halt! Warte mal! Anja, Dicky, Lina, seht mal doch hier. Dieser Anzug wurde innen am Ärmel schon einmal aufgetrennt. Man sieht ganz deutlich die Naht. Starke Leistung, Chris. Dann lasst uns mal nachsehen, ob sich dahinter ein Geheimnis verbirgt. Es wäre ausreichend Platz, um eine geheime Botschaft zu verstecken. Ich hol schnell eine Nadel und trenne dann die Naht auf. Beeil dich! Mann, ist das spannend! Unter den erwartungsvollen Blicken von Chris, Dicky und Anja trennte Lina die Naht auf. Das Stück war nicht länger als 5 Zentimeter. Als sie fertig war, nahm Anja den Anzug an sich. Lass mich mal sehen. Sei vorsichtig. Wir wollen den Anzug ja schließlich auch noch zurückbringen. Und hier, ich hab was. Noch einen kleinen Zettel. Was steht da drauf? Es ist ein Ausweis der Bücherei. Von einem gewissen Otto Huberich. Könnt ihr was mit dem Namen anfangen? Otto Huberich? Nie gehört. Ich auch nicht. Otto Huberich? Irgendwoher kenne ich den Namen, aber ich komme einfach nicht drauf, woher. Arg viel bringt uns das nicht weiter. Aber halt. Doch, bin ich blöd. Ich weiß, wie wir herausfinden, wer sich hinter dem Namen verbirgt. Wie denn? Willst du das ganze Telefonbuch absuchen? Das dauert doch ewig. Und vielleicht hat der Typ gar kein Telefon. Natürlich nicht. Wir rufen bei der Stadtbücherei an und fragen, wo er wohnt. Dicky, am besten übernimmst du das. Du kannst am besten deine Stimme verstellen. Sonst erkennen sie uns gleich. So oft, wie wir uns dort rumtreiben. Gut, okay. Weißt du die Telefonnummer? Steht hier drauf. 368297. Stadtbücherei, hier Frau Leimgruber, hallo. Guten Tag, hier spricht Gustav Ebermann. Ich habe einen Ausweis der Bücherei gefunden und nun würde ich gerne wissen, wem er gehört. Das heißt, das wissen wir schon. Jetzt wollen wir wissen, wo der Betreffende wohnt. Wären Sie so freundlich, mir das mitzuteilen? Ja, ich weiß nicht. Normalerweise machen wir sowas nicht. Ach bitte, es ist wirklich wichtig. Ich kann Ihnen nichts Genaueres sagen, aber es geht um einen Kriminalfall. Und warum ruft er nicht die Polizei an? Wir arbeiten mit der Polizei zusammen, sozusagen als verdeckte Ermittler. Ja, also wenn das so ist, wie lautet denn die Ausweisnummer? 000-251-386-57-T. Dann lass mich mal nachsehen. Der Ausweis gehört einem Herrn Otto Huberich, richtig? Ja, genau. Er wohnt im Beethovenweg 25. Vielen Dank. Sie haben uns wirklich weitergeholfen. Das freut mich. Und mich würde es wirklich interessieren, wie es mit euren Ermittlungen weitergeht. Auf Wiederhören. Tschüss. Das ist ja ein Ding. Frau Rotschwecht wohnt auch im Beethovenweg 25. Und jetzt weiß ich auch, woher mir der Name so bekannt vorkommt. Otto Huberich ist der Verlobte von unserer lieben Frau Rotschwecht. Denkst du, dieser Otto war der Dieb? Das weiß ich nicht. Schließlich kann auch Frau Rotschwecht den Beleg von der Reinigung im Labor liegen gelassen haben. Aber ich frage mich immer noch, wieso der Büchereiausweis im Ärmel eingenäht war. Da muss doch ein Geheimnis dahinter stecken. Also ich weiß die Antwort weder auf das eine noch auf das andere. Ich würde vorschlagen, wir fühlen diesem Otto auf den Zahn. Dicky, so kennen wir dich ja gar nicht. Du willst wirklich nochmal Fahrrad fahren? Ja. Schließlich werden wir verdächtig, wertvolle Unterlagen gestohlen zu haben. Aber davor muss ich erst noch mal was essen. Ich nähe nur noch den Anzug wieder zu. Dann kann's losgehen. Vier Detektive radelten los. Bis zum Beethovenweg war es nicht weit.
Nach 10 Minuten erreichten sie Haus Nummer 25. Ein Mehrfamilienhaus. Hier muss es sein. Wenn die Anordnung der Klingelschildchen mit der Anordnung der Wohnung übereinstimmt, wohnt er im dritten Stock rechts. Sollen wir klingeln? Nein, das bringt nichts. Wenn er aufwacht, was sollen wir dann sagen? Da kam ihnen der Zufall zu Hilfe. Ein älterer Mann, offensichtlich der Hausmeister, öffnete die Haustür und kam mit einer alten Stehlampe heraus. Schlecht gelaunt lief er an den Kindern vorbei und grunzte einige unverständliche Worte. Kommt, wir gehen rein. Er hat die Tür offen gelassen. Die vier Detektive rannten in den dritten Stock. Anja hatte richtig vermutet. Auf dem Namensschild der rechten Tür stand tatsächlich Otto Huberich und Renate Rotspecht. Da haben wir's. Kommt, wir horchen, ob jemand zu Hause ist. Der Reinigung nicht mehr. Du verlegst auch alles. Wahrscheinlich hast du ihn wieder in den Mülleimer geworfen. Nein, das habe ich nicht. Ich hatte ihn immer in meiner Jacke. Aber jetzt ist er weg. Dann hast du ihn verloren. Und wie bekomme ich jetzt meinen Anzug wieder? Jetzt weiß ich, wo er ist. Im Labor. Er muss mir heute Nacht aus der Tasche gefallen sein, als ich mich nach den Papieren gebückt habe. Nichts kann man nicht machen lassen. Mann, das ist ein Beweis. Wir müssen den Beleg wiederholen. Am besten heute Nacht. Da ist niemand im Haus und der blöde Herr Carsten schleicht auch nicht rum. Was? Nochmal einbrechen? Das reicht, wir haben genug gehört. Das war ein ausgezeichnetes Geständnis. Leider haben wir es nicht aufgenommen. Dass wir aus denen so schnell ein Geständnis rauslocken, hätte ich nicht gedacht. Dieser Ausflug hat sich echt gelohnt. Kommt, lasst uns verschwinden, bevor wir entdeckt werden. Detektive fuhren zurück zur Villa Bernhard und besprachen die Lage. Am besten bereiten wir den beiden einen Empfang mit Polizei und so vor. Aber ein Beweis ist das noch nicht. Ich meine, dass sie die Papiere geklaut haben, lässt sich dadurch, dass sie nachts herkommen, doch nicht beweisen. Aber wir haben doch gehört, wie sie ihren Einbruch zugegeben haben. Das zählt vor Gericht nicht als Beweis. Leider. Wir müssen beweisen können, dass sie den Beleg wiederholen will. Aber wie, weiß ich auch noch nicht. Die Polizisten müssten sie nur im richtigen Moment erwischen, wenn sie unter der Heizung nach dem Beleg sucht. Das wäre ein besserer Beweis. Genau. Aber wichtiger ist, wo sie die Papiere versteckt hat. In ihrer Wohnung vielleicht? Wenn man sie da finden würde, wäre das ein prima Beweis. Und die Rotspecht und ihr Komplize und Macker Huberich wanderten für einige Jahre hinter Gitter. Das können wir später noch klären. Am wichtigsten ist es jetzt, dass Frau Rotspecht auf frischer Tat ertappt wird, wenn sie nachts in die Universität einbricht, um den Beleg wiederzuholen. Alles andere wird sich dann noch ergeben. Ich rufe Kommissar Hummel an und sag ihm, was wir gehört haben. Und so geschah. Lina vereinbarte mit dem freundlichen und immer hilfsbereiten Kommissar, dass er sich mit zwei weiteren Beamten in der Universität postieren würde. Sollte Frau Rotspecht tatsächlich kommen, würde man sie garantiert fassen. Die vier Detektive erfuhren, dass Otto Huberich verdächtigt wurde, einer Spionagegruppe anzugehören. Die Polizei konnte nicht ausschließen, dass es gefährlich werden würde. Deswegen sollten die vier Detektive zu Hause bleiben. Natürlich passte dies den vier gar nicht, aber sie wollten sich auch nicht unnötig in Gefahr begeben. Also blieben sie wohl oder übel zu Hause. In dieser Nacht konnte keiner der vier ein Auge zutun. Zu groß war die Aufregung, ob Frau Rotspecht und Otto Huberich gefasst wurden. Und was war mit den gestohlenen Papieren? Waren sie noch zu retten? Alles Fragen, die sich am nächsten Morgen beantworten würden.
Ah, guten Tag, Kommissar Hummel. Gibt es Neuigkeiten? War der Einsatz gestern Nacht erfolgreich? Ja und nein. Renate Rothspecht und Otto Huberich sitzen vorerst in Untersuchungshaft. Dass sie die Papiere gestohlen hatten, konnten wir ihnen leider nicht nachweisen. Und da wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Die Papiere bleiben leider auch verschwunden. Was? Ja, leider. Es ist möglich, dass Otto Huberich sie schon an seine Auftraggeber, die Spionagegruppe aus Italien, verkauft hat. Und wenn sie erstmal da sind, ist die Erfindung vermutlich verloren. Tja, also, ich wünsche dir und deinen Freunden noch einen schönen Tag. Und wenn sich etwas Neues ergeben sollte, rufe ich euch an. Ja, auf Wiederhören. An diesem Tag blieb die Stimmung der vier Detektive gedrückt. Die Papiere waren wahrscheinlich verloren, an ein fremdes Land verkauft. Die vier konnten das nicht so recht glauben. So etwas erschien ihnen an einem Tag unmöglich zu realisieren. Also beschlossen sie, auf eigene Faust Nachforschungen anzustellen. Sie fuhren in die Beethovenstraße 25, wo sie als erstes nach Anhaltspunkten suchen wollten. Ich glaube zwar nicht, dass wir irgendwas finden werden, aber ein Versuch ist es wert. Sogar zwei Versuche wären es wert. Wenn wir verdächtigt... Ach nein, das werden wir ja gar nicht mehr. Verdächtigt wurden wir ja nur von Frau Rothspecht. Und die sitzt in Untersuchungshaft. Trotzdem müssen wir die Papiere retten. Genau. Wie wollen wir jetzt vorgehen? Wir müssen irgendwie in die Wohnung von Frau Rothspecht kommen. Die Gefahr, dass sie kommt, besteht ja wohl nicht mehr. Es kann jetzt nur noch passieren, dass die Polizei kommt, um die Wohnung nochmals genau zu durchsuchen. Aber ich glaube nicht, dass da vor morgen früh irgendwas passiert. Wir drücken einfach jede Klingel. Irgendjemand wird ja schon öffnen. Hallo? Wer ist da? Entschuldigen Sie, wir haben falsch geklingelt. Los, die Tür ist auf! Die vier Detektive rannten wie schon am Tag zuvor in den dritten Stock. Jetzt standen sie aber vor dem nächsten Problem. Wie sollten sie die Tür öffnen? Hat jemand zufällig einen Dietrich dabei? Einen Dietrich? Du spinnst ja. Wir sind ja schließlich keine Einbrecher. Normalerweise zumindest. Aber das, was wir jetzt tun, tun wir, um die wahren Diebe zu entlarven. Aber wartet mal. Ich hab doch noch das Nähzeug von gestern. Mit der Nadel würde es vielleicht gehen. So. Und jetzt ganz vorsichtig. Ja, ich hab's. Kommt, lasst uns reingehen. Wir dürfen keine Fingerabdrücke hinterlassen. Hier, für jeden zwei Handschuhe. Habe ich vorsorglich eingepackt. Du denkst auch an alles. Wonach suchen wir eigentlich? Nach den Papieren natürlich. Oder zumindest nach irgendwas, das so aussieht, als könne es im Zusammenhang mit den geklauten Papieren stehen. Am besten teilen wir uns auf. Dicky und ich übernehmen das Wohnzimmer und die Küche. Lina und Anja können dann das Schlafzimmer und die anderen Räume durchsuchen. Wie vom Anführer bestimmt, wurde die Durchsuchungsaktion durchgeführt. Leider ohne Erfolg. Als Chris gerade dabei war, den Kühlschrank auf den Kopf zu stellen, hörte er ein Geräusch. Halt! Was war das? Ist da jemand? Die anderen sind das bestimmt nicht. Ich muss mich verstecken. Aber wo? Ah, ich hab's. Dort hinter dem Kühlschrank sieht mich garantiert niemand. Hoffentlich haben die anderen das Geräusch auch gehört und haben sich auch versteckt. Jemand. Den Sekretär. Aber wer? Ob ich es wagen kann, näher zu kommen? Ich glaub's nicht. Das ist ja Matze. Was macht der denn hier? Hey, Matze! Mich hier zu sehen hättest du wohl nicht erwartet. Chris, was machst du denn hier? Das Gleiche könnte ich dich fragen. Was hast du da gerade im Sekretär gesucht? Die gestohlenen Papiere vielleicht? Dir gebe ich doch keine Antwort. Er will abhauen! Haltet ihn! Schon passiert. Anja?
Siehst du doch, oder? Der schläft jetzt erstmal. Ich habe ihn mit einer alten Bratpfanne eins übergezogen. Die habe ich im Schlafzimmer gefunden. Wie die da hinkommt, weiß ich auch nicht. Aber sie war ziemlich nützlich. Was? Oh, mein Kopf. Am besten rufen wir jetzt die Polizei. Was? Polizei? Ich weiß jetzt übrigens auch, wo die Papiere sind. Echt? Und wo? Da staunst du. Matze hat es mir selbst gezeigt. Natürlich wusste er nichts davon. Hinter dem Sekretär ist ein Geheimfach. So schmal, dass man es von außen nicht sieht. Es lässt sich zwar nur mit einem Zahlencode öffnen, aber den hat Matze ja zum Glück schon eingetippt. Und hier sind die Papiere. Das war vielleicht ein toller Fund. Anja rief die Polizei an und schon 5 Minuten später parkte ein Streifenwagen vor dem Haus. Die anderen Bewohner des Hauses schauten interessiert zu. So etwas hatten sie noch nie gesehen. Das war ja wirklich großartig von euch. Aber auch riskant. Am Ende hättet ihr Fingerabdrücke hinterlassen und wir hätten euch verdächtigt. Da haben wir schon aufgepasst. Und mit Handschuhen hinterlässt man ja auch keine Fingerabdrücke. Ihr denkt auch an alles. Wissen Sie eigentlich, was Matze mit denen zu tun hatte? Er wurde erpresst. Herr Huberich hat ihn dabei erwischt, wie er einen Ladendiebstahl begangen hatte. Er hat alles gestanden. Hat wohl kalte Füße gekriegt. Er und Frau Rotspecht haben Matze damit gedroht, die Polizei einzuschalten, wenn er nicht tut, was sie ihm sagen. Auch für den Einbruch in der Schleckertüte sind die beiden verantwortlich. Aber damit ist jetzt Schluss. Jetzt wandern sie erstmal hinter Gitter. Den Beweis für die geklauten Papiere haben wir jetzt dank euch auch. Das haben sie verdient. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ihr nicht genau im richtigen Moment eingegriffen hättet. Die Papiere wären wohl für immer verschwunden. Aus dem Land geschmuggelt von Matze. Aber was passiert jetzt mit ihm? Das muss jetzt das Gericht entscheiden. Er hat zwar eine Straftat begangen, indem er für den Spionageverband die Papiere abholen sollte, aber seine Lage wird ihm sicher angesehen und dass er sich hilfsbereit gegenüber der Polizei gezeigt hat und seine Erpresser verraten hat. Wir hätten da noch eine Bitte an Sie. Während unserer Nachforschungen haben wir den Anzug von Otto Huberich aus der Reinigung abgeholt. Er ist noch in der Villa Bernhard. Ihr habt was? Eins muss man euch lassen. Ihr seid spitze. Fast so gut wie die Polizei. Aber doch nur fast. So ging der erste Fall der 4 Detektive zu Ende. Aber sicherlich geht es bald weiter, denn unsere 4 Freunde lösen immer und überall einen spannenden Fall. Bis zum nächsten Mal, ihr 4. Unser Erzähler sagte es bereits, der erste Fall des Abenteuerquartetts ging soeben zu Ende. Ihr wollt doch bestimmt wissen, wer wirklich hier gesprochen hat. Ich sag's euch. Anja, Anna Zischner. Dicky, Justus, Jonas, Illerbrook. Aber der erste Detektiv bin immer noch ich. Lina, Lisa Müller. Und ich heiße auch nicht Chris Carsten, sondern Fabian Meissner. In weiteren Rollen waren zu hören Kommissar Hummel, Michael Heul. Herr Andresen nennt sich Unhold,
Herr Carsten wurde gesprochen von Frank Keiler. Seine kriminelle Assistentin Renate Rotspecht, war Charlie Koch. Und ihr ebenfalls krimineller Verlobter Otto Huberich heißt in Wirklichkeit Sebastian Schmidt. Ihr Erpressungsopfer Matze wurde gesprochen von Jens Niemeyer. Außerdem waren zu hören Janine Koch als unfreundliche Bedienung, Johanna Ehrlich als die Frau aus der Bücherei sowie Kai Schulz als die Stimme aus der Sprechanlage. PS, unser nächstes Abenteuer führt uns weit über Deutschlands Grenzen hinaus nach England. Bis bald, sagt Chris Carsten.